The latest on the brutal weekend cold snap. It swept over much of the country, killing at least 55 people. That historic storm and life-threatening deep freeze blanketing much of the country as millions hit the road for the holidays. Eine Vielzahl von atmosphärischen Flüssen hat die Westküste überschwemmt, fast rekordverdächtige Regenfälle verursacht, Überschwemmungen und Schlammlawinen ausgelöst und Bäume umgestürzt. Jetzt wird ein weiterer atmosphärischer Fluss bzw. Bänder tiefer tropischer Feuchtigkeit mit sinnflutartigen Regenfällen und begleitenden starken Winden den Golden State in den kommenden Tagen überschwemmen und das 10 Tage oder länger. Der nationale Wetterdienst der Bay Area hat ungewöhnlich strenge Warnungen vor dem herannahenden Sturm herausgegeben und ihn als ein wirklich brutales System bezeichnet, das ernst genommen werden muss. Sie haben davor gewarnt, dass ein atmosphärischer Fluss über Kalifornien hinwegziehen wird. Der atmosphärische Fluss steht im Zusammenhang mit einem sich rasch verstärkenden Tiefdruckgebiet über dem Nordostpazifik, das sich schnell genug intensivieren wird, um als Bombenzyklon eingestuft zu werden. Meteorologische Bomben werden nach ihrer explosiven Entwicklung benannt, die einen schnellen Abfall des Luftdrucks beinhaltet, der einen vakuumähnlichen Effekt erzeugt, der es dem Sturm ermöglicht, Luft anzusaugen und starke Winde zu erzeugen. Die bevorstehende Episode wurde vom Center for Western Weather and Water Extremes, einer Forschungsorganisation, die atmosphärische Flüsse anhand ihrer Intensität und Dauer auf einer Skala von 1 bis 5 einstuft, als ein Ereignis der Kategorie 3 eingestuft. Diese Einstufung berücksichtigt jedoch nicht die durch frühere Regenfälle gesättigten Böden vor dem Sturm, die Überschwemmungen wahrscheinlicher machen und das Risiko umgestürzter Bäume erhöhen. Nordamerika hat in den letzten beiden Jahren eine überraschend kalte und schneereiche Wintersaison erlebt. Einige Bundesstaaten waren stärker betroffen als andere, vor allem Texas, wo die Bewohner von zwei aufeinanderfolgenden, sehr kalten Wintern überrascht wurden. Verschärft wurde die Situation durch den nordamerikanischen Wintersturm vom Februar 2021, der inoffiziell Viola genannt wird. Und dieses Jahr wird wahrscheinlich keine Ausnahme sein. Meteorologen und Wettervorhersagenetzwerke auf dem ganzen Kontinent haben davor gewarnt, dass dieser Winter genauso hart sein wird wie der vorherige. Sie haben die Bewohner gewarnt, sich auf schlechtes Wetter einzustellen. Die letzte Wintersaison in Nordamerika war beispiellos. Es gab zwei verschiedene Tornadoausbrüche. Der nordamerikanische Winter 2021-22 war nicht so streng wie der vorherige. Aber das bedeutet nicht, dass es in diesem Zeitraum keine wichtigen und großen Ereignisse gab. Zwei Tornadoausbrüche verwüsteten den Kontinent Mitte Dezember, gefolgt von einem großen Wintersturm im Süden Mitte Januar. Außerdem wurde die Nordostküste gegen Ende Januar von einem heftigen Schneesturm heimgesucht. Der Februar brachte einen weitreichenden, bedeutenden Wintersturm mit sich, der fast die gesamte Osthälfte des Landes betraf. Weitere wichtige Ereignisse waren ein spät einsetzender Wintersturm in den Appalachen im März und ein großer Schneesturm in Nord- und Süd-Dakota Mitte April. In der Wintersaison 2021-22 wurden 4 Stürme auf dem regionalen Schneefallindex eingestuft, aber keiner von ihnen erreichte die Kategorie stark. Am 12. Oktober bildete sich im Westen der USA ein großer Wintersturm, der die Wintersaison 2021-22 einleitete. Dies führte zu hohen Schneemengen von etwa 71 cm in den meisten Teilen des Intermountain West und zu mehr als 80 Rettungseinsätzen in Utah aufgrund von schneesturmähnlichen Bedingungen. Allein dieses System verursachte Schäden in Höhe von rund 50 Millionen Dollar. Es folgte eine einmonatige Winterflaute aufgrund schlechter Bedingungen für Winterstürme, aber am 11. November bildete sich ein Schneesturm über Südmittelkanada und im oberen mittleren Westen. Der Dezember 2021 war ein rekordverdächtig warmer Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1888. In 10 Staaten, darunter Texas, New Mexico, Louisiana, Alabama, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Kansas, Missouri und Nebraska, wurden im Dezember neue Temperaturrekorde aufgestellt. Anfang bis Mitte Dezember sorgte jedoch ein großes System für einen historischen Tornadoausbruch und winterliches Wetter, vor allem im oberen mittleren Westen. Einige Tage später folgte ein weiterer großer Sturm, der einen noch größeren Tornadoausbruch mit enormen Winden über den High Plains verursachte. Der Sturm wurde als atmosphärisches Flussereignis der Kategorie 3 eingestuft und brachte dem Westen der Vereinigten Staaten eine Menge Regen und Schnee. Während des Sturms fielen auf dem Mount Tamalpais, einem Berg in der San Francisco Bay Area, mehr als 20 cm Regen. In San Francisco fielen über 2 cm Regen.
In Pinecrest, Kalifornien, wurden infolge dieses Sturms etwa 150 cm Schnee gemessen, wodurch die Schneedecke des Staates dort von 19% des Normalwerts auf 83% des Normalwerts anstieg. Eine Reihe von Winterstürmen sorgte von Ende Dezember bis Anfang Januar in Teilen der Westküste, insbesondere im pazifischen Nordwesten, für einen Kälteeinbruch und starke Schneefälle. Am 26. und 27. Dezember wurden an mehreren Wetterstationen rekordverdächtig niedrige Temperaturen gemessen, vor allem in Washington. In Seattle fielen im Dezember 23 cm Schnee und damit mehr als der normale Winterdurchschnitt der Stadt. In einigen Gebieten sogar mehr als 30 cm. Ein weiterer Sturm schloss am 6. Januar viele Bergpässe in der Cascade Ranch, sodass es nur noch eine Ost-West-Route durch Washington gab. Im Januar 2022 kam es zu mehreren weiteren Schneestürmen, während die Temperatur durchweg unter dem Durchschnitt lagen. Einer dieser Stürme war der schwere Wintersturm, der Mitte Januar über die östliche Hälfte des Landes zog und Schnee und Eis mit sich brachte, sodass Georgia, Virginia, North Carolina und South Carolina in Vorbereitung auf den Sturm den Notstand ausriefen. Das bemerkenswerte Ereignis ereignete sich Ende Januar, als ein gewaltiger Schneesturm am 28. und 29. Januar die Nordosten der Vereinigten Staaten verwüstete. In New England fielen zwischen 2,5 und 7,6 cm Schnee, aber die Auswirkungen waren weit verbreitet. Vielerorts wurden Schneesturmverhältnisse gemeldet, darunter in Providence, Boston und Worcester. Anfang Februar zog ein weiterer großer Wintersturm über Nordamerika hinweg, der bis nach Texas und Maine Schnee fallen ließ, aber nicht so schlimm war wie der Sturm im Vorjahr, der das Stromnetz des Bundesstaates lahmlegte. Abgesehen von einigen konzentrierten Schneestürmen in einigen Regionen, vor allem im Nordosten, war der Rest des Februars von milden winterlichen Ereignissen geprägt. Mitte März nahm die Aktivität jedoch wieder zu, als ein großer Wintereinbruch von Louisiana bis Maine 15 bis 46 cm Schnee brachte. Ein weiterer großer Schneesturm traf Dakota Mitte April und brachte rund 100 cm Schnee, was zu diesem späten Zeitpunkt der Saison noch nie dagewesen war. Das bemerkenswerteste Ereignis des vergangenen Winters ereignete sich Ende Mai, als Colorado nur wenige Tage, nachdem die Temperatur 32 Grad Celsius erreicht hatte, von einem rekordverdächtig späten Schneesturm heimgesucht wurde. Da die letzte Wintersaison außergewöhnlich dramatisch war, bereiten sich die Menschen auf die Wintersaison 22/23 vor, die bereits eingetroffen ist und vor der Experten gewarnt haben, dass sie hart sein wird. Obwohl der offizielle Winterbeginn am 21. Dezember war, haben verschiedene Organisationen bereits ihre nationalen Prognosen veröffentlicht. Die meisten Meteorologen sind sich in ihren Prognosen einig, dass der Süden der Vereinigten Staaten einen trockeneren und wärmeren Winter als üblich erleben wird. Der Norden und der mittlere Westen sowie das Ohio Valley haben das größte Potenzial für kälteres und stürmischeres Wetter. Diese Bedingungen sind typisch für La Niña-Ereignisse. Es wird erwartet, dass La Niña in diesem Winter das dritte Jahr in Folge dominieren wird. Manche sprechen von einer Geschichte zweier Winter, weil die Meteorologen davon ausgehen, dass das Wetter das Land in diesem Winter in zwei Hälften teilen wird. Für die einen wird es der beste Winter sein, für die anderen der schrecklichste. Die eine Hälfte des Landes wird mit klirrender Kälte und Bergen von Schnee zu kämpfen haben, während die andere Hälfte vielleicht nicht einmal das Gefühl hat, dass es Winter ist. Die winterlichen Bedingungen werden in den ersten drei Monaten ernsthaft beginnen. Der letzte Sonnenzyklus 24 hatte die niedrigste Sonnenaktivität seit fast einem Jahrhundert. Wir befinden uns jetzt in der Anfangsphase des Zyklus 25, der voraussichtlich im Juli 2025 seinen Höhepunkt erreichen und weniger Aktivität aufweisen wird. Das bedeutet, dass auf der ganzen Erde im Durchschnitt niedrigere Temperaturen zu beobachten sein werden. Der größte Teil der Vereinigten Staaten könnte in diesem Winter kälter als üblich sein. Im westlichen Teil des Landes wird es jedoch regnerisch und mild sein, mit starken Niederschlägen. Die Wintertemperaturen werden von den Rocky Mountains bis zur Westküste sowie in Alaska und Hawaii milder sein als üblich, ganz im Gegensatz zum Rest des Landes. Von Maine bis Südost-Virginia sowie in Florida und Missouri werden die Niederschlagsmengen über der Norm liegen. Im mittleren Westen und an der Ostküste wird der Winter kühl und schneereich sein. Experten haben den Osten der Vereinigten Staaten gewarnt, sich auf eine möglicherweise rekordverdächtige Kälteperiode einzustellen. Die Temperaturen im tiefen Süden und in Texas könnten bis auf minus 13 Grad Celsius fallen. Im größten Teil des Landes zwischen der Ostküste und den Rocky Mountains werden die Temperaturen kälter sein als normal.
Von Mittel New England bis North Carolina, von den unteren großen Seen in Ohio bis zu den Tennessee Lowlands in den Southern Plains, von den Northern Plains bis nach Ost-Washington und in den höheren Lagen der Southern Rockies und Kaliforniens wird es deutlich mehr Schneefall geben als üblich. Die eisigen Temperaturen werden in den meisten Teilen des Ostens der Vereinigten Staaten mit ziemlicher Sicherheit zu überdurchschnittlichen Schneemengen führen. Nach den meteorologischen Richtlinien wird der Winter bis zum 28. Februar andauern. Es ist jedoch zu erwarten, dass auch außerhalb dieser Grenzen Winterstürme auftreten werden. Laut dem Climate Prediction Center der National Oceanic and Atmospheric Administration werden die Temperaturen im pazifischen Nordwesten und in den nördlichen Ebenen weiterhin unter der Norm liegen. Am 17. Oktober wurde die obere Halbinsel von Michigan von einer frühzeitigen Kältewelle heimgesucht, in der mancherorts 30 bis 46 cm Schnee fielen und über 30.000 Menschen den Strom verloren. Berichten zufolge brach die kalte Luft in den folgenden drei Tagen im mittleren Westen und im tiefen Süden Rekorde. In Denver wurden durch einen weiteren Wintersturm am Ende eines Tornadoausbruchs 100 Autos aufgestapelt. Der frühjährliche Unterwasservulkanausbruch Hunga Tonga setzte große Mengen Wasserdampf in den Himmel und sogar in die Stratosphäre frei. Bislang gibt es noch keine Untersuchungen, die die Auswirkungen dieses Ausbruchs auf das globale Wetter und Klima erklären, aber einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass er die diesjährige Wintersaison beeinflussen könnte. Ihnen zufolge könnte ein Überschuss an Wasserdampf in der Atmosphäre zu mehr Schnee führen. Laut dem leitenden Meteorologen von AccuWeather, Paul Pasolok, und seinem Team werden die Winterbedingungen durch mehrere Gründe erschwert, darunter der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga. Aufgrund der wärmeren als normalen Meerestemperaturen rechnen die Experten von AccuWeather mit einer aktiveren Gewittersaison in den südöstlichen Bundesstaaten. Pasolok wies auch darauf hin, dass die steigenden Wassertemperaturen die Entwicklung eines potenziell großen Systems begünstigen könnten, das die Ostküste in der zweiten Winterhälfte treffen würde. Es besteht kein Zweifel, dass es viel Schnee geben wird. In manchen Gegenden der Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel in Nashville, fällt der Schnee erst im Dezember. In anderen, wie den Rocky Mountains, kann es schon im Oktober schneien. Überraschenderweise hat ein Großteil des Landes dieses Jahr schon Schnee bekommen, also etwas früher als sonst. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.